Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Metro Exodus Sam's Story. So, da kommen auch schon komische Gestalten. Wir wollen heute mit dem Motorboot dort rüberfahren, ne? Ich hoffe, die Viecher lassen uns. Wartet mal ganz kurz. Ich verbrenne die jetzt. Ja, brennt. So. Das Vieh ist tot, das noch nicht. Egal. Wir lassen mal die Brandmuni drin, weil ich glaube, hier wird noch einiges jetzt kommen, wenn wir mit dem Motorboot dort rüberfahren. Das ist natürlich, ist natürlich irgendwie doof. Das sind ja Wasserviecher. So, jetzt brenne. Wow! Oh, was kommt denn hier noch alles? Leute, geht gleich wieder gut los? So. Burn, Baby, burn. So, jetzt haben wir aber alle beseitigt, oder? Wenn du endlich sterben würdest, du komische Krabbe. Hummer. Auf geht's. Also, nochmal auf die Karte geguckt, ne? Wir wollen dort zu diesem Fragezeichen. Und das machen wir jetzt auch. Ich denke mal, es wird jetzt einiges aus dem Wasser hüpfen. Irgendwas Großes. Vielleicht aber auch nicht, wenn wir Glück haben. So, dann müssen wir gucken, ob dort ein Anlegesteg ist. Da ist auf alle Fälle Licht da oben. Das sind Gegner. Kommen wir hier so reingefahren mit dem Boot? Ne, das geht nicht. Ah, hier. So. Schön Zündschlüssel abziehen. Das ist gut. Ganz kurz Munition wechseln. So, der Kollege hier, der hat auch was. Oh, das ist gut. Ja, das ist richtig gut. Denn Loot ist immer gut. Kurz gucken, von Weitem ist erstmal nichts. Oh, ein Sturm zieht auf. So, der ist schon mal weg. Außenposten berichten, dass ein Sturm aufzieht. Du solltest dir also Schutz suchen. Danke, Tom. Das mache ich. Viel Glück, Sam. So, ein Sturm. Ich frage mich, da oben ist ein Typ drin, ne? Und hier unten geistern irgendwelche. Mutant töten, Erde retten. So, der ist schon mal weg. Jetzt hier gucken. Ich schätze mal, in dem Haus sind wir sicher, oder? Vor dem Sturm. Na, zappel doch nicht so, ey. Okay, wir können wahrscheinlich hier rein. Ich gehe mit. Man weiß ja nie. Leute! Verdammt! Was ist das, verdammt? Da ist er! Verdammt! Sie haben ihn erwischt! Der bleibt gleich dann! Okay, irgendwo ist er. Die Schwelle haben ihn erwischt! Was ist das von Ihnen, Leute? Verdammt! Ich ergib mich! Ich habe immer das Gefühl, von außen kommt hier auch noch einer, aber dem ist nicht so. Wir wurden angegriffen! Achtung, Leute!
Das sieht ja mal geil aus. Leute. Mega. Muss ich festhalten für einen Screenshot? So, Leute. Die lassen wir so, oder? Oh, 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 der Sturm. Aber wir sind ja, glaube ich, sicher in dem Gebäude. So, wir gucken hier. Ist hier irgendwas zu holen? Hier könnten wir Licht anmachen. Irgendwo da oben ist noch ein Gegner. Ach, die Brandmarken, die, ne? Abgefahren. Da muss ich nochmal einen Screenshot machen. Das sieht ja echt genial aus, Leute. Geil. Ah, hier sind Spinde, hier ist Loot. Lass mir natürlich wie immer Zeit. Genieße jeden Augenblick. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte einmal nur so Taschenlampe drücken. Dann gehen wir mal hochgucken. Aber dass hier unten in den Räumen nichts ist, das wundert mich ein bisschen. So, Taschenlampe aus. Stealth-Modus. Ja gut, der Stealth-Modus ist eh schon von Arsch, wenn der Typ weiß, dass wir hier sind und die ganze Zeit rumbrüllt. Aber wo ist der? Der hier rumbrüllt. Den hat man ja erschossen, ne? Ist der Sturm schon wieder vorüber oder kommt der erst? Hier ist keiner. Wo ist denn der Typ dann, der hier die ganze Zeit rumbrüllt? Hier gibt es auch nichts zum Lesen. Das finde ich schade. Hm. Kann ja nur hier hinten sein, ne? Hier ist aber zu. Ach so. Ah, was haben wir denn hier? Jetzt montieren wir uns definitiv ab. So, alles gelootet, alles leer. Aber wo ist denn nur dieser Typ, der hier die ganze Zeit rumbrüllt? Das frage ich mich. Ah. Ach, du ergibst dich also. Alles gut. Tschüss, du Arschloch. Hm, ist der Sturm jetzt vorüber oder nicht? So, wir haben dieses Fragezeichen jetzt quasi erledigt. Wir könnten noch rüber zu dieser Kirche fahren, wenn wir einmal hier sind. Wartet mal, das ist wo? Genau da drüben. Da könnten wir noch hin. Der Sturm ist anscheinend vorüber, oder? Ist ja sonnenklar, mondklar. Frage ist, wo ist unser Boot? Da ist unser Boot. Ich guck hier noch ein bisschen durch, ob wir hier irgendwelchen Loot finden. Aber ich glaube, hier ist nichts. Nö. Nix. Dann fahren wir mal zur Kirche rüber. Vielleicht finden wir da noch was. Aber die Frage ist, kommen wir da überhaupt durch? Ja doch. Sollte gehen. Das wird was, Leute. Einmal hier außen rum.
Aber hier gibt es irgendwie keinen Anlegeplatz, ha? Wartet mal. Nee, da kommen wir bestimmt erst später hin. Aber wie, hä? Ja, das wird jetzt komisch. Wir gucken mal. Oh. Also hier müssen wir weg. Definitiv. Ich schätze mal, ich kann hier nicht raus. Kurz speichern. Nee, das geht nicht. Hoch, 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 hoch. Komm, geh aufs Boot. Hier ist kein Land in Sicht. Naja, sind wir einmal gestorben. Machen wir schnelles Laden. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte gedacht, wir kommen auch von dieser Seite zu dieser Kirche. Aber dem ist nicht so. Das bedeutet, wir müssen jetzt einmal komplett wieder den ganzen Weg zurück. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Na gut. Naja, so lernen wir ein bisschen die Map kennen. Ist ja auch nicht schlimm. Na komm hier hoch. Hab keinen Bock auf die Scheißviecher. Die spawnen ja anscheinend immer wieder hier. Hier waren wir ja in der letzten Folge, ne? Frage ist. Kommen wir von hier aus überhaupt hier weiter? Nee, das wird doch auch nicht. Geht das? Ne, wir müssen tatsächlich zu dieser einen Station zurück. Boah, ist das ein Scheiß, Leute. Schauen. Und da, nach da, nach da. Das können wir alles zu Fuß laufen, da brauchen wir kein Boot. Was macht denn der? Na komm. Da brauchen wir nicht unbedingt ein Boot. Wir müssen bloß auf diese Viecher hier aufpassen, die ja immer wieder spawnen. Hier rein, dann hier hoch und dann rüber. So wird das was. Da müsste ja theoretisch noch das Boot sein. Der kommt immer sehr schnell außer Puste, der Kerl. Aber dann haben wir alle Fragezeichen der Map
in dem Gebiet abgearbeitet. Das finde ich gut. Was ist denn? Ach, hier. Der Mond sieht geil aus. Ja, schade, dass man hier keine Ausdauer skillen kann. Guck mal den Mond an. Super. So, das kennen wir alles noch. Dann gehen wir beim Minenleger durchs Haus. Und dann sollten wir ja zu dieser Station wiederkommen. Was wurde mir jetzt hier angezeigt? Minen oder was anderes? Stimmt, hier hinten in die Richtung sind wir auch noch nicht gegangen. Ich glaube, hier ist auch nichts. Nö. Ist auch nichts, Leute. Gespeichert hat's. Super. Oh, guck mal. Ah. Ah. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Pfad. Auf dem Pfad der Gerechten. Jetzt wir noch schnell hier durchs Haus. Ach, guck mal, hier oben sind auch die Minen, ne? So, das war einmal hier lang. Genau. Und jetzt fahren wir dann hier mit dem Boot weiter. Wartet. Wo sind wir? Müssen wir hier hoch? War das so? Ah ja, genau. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Kann ich nicht außen lang? Ja, doch. Das Ding ist noch oben. Noch mal ganz kurz auf die Map gucken. Jo, in die Richtung müssen wir. Da geht's zur Feuerwehr, Leute. Jetzt wenden. Na los, meine Güte. Oh, das ist ein Gemärre. Ich glaube, da vorne brennt Lagerfeuer. In die Richtung machen wir mal. So, hier gibt's was zu lesen. Eine Notiz vom Boss. Ich gebe euch Idioten eine letzte Chance, euch zu retten. Ich will, dass die verdammten Würmer, die die Lieferung aufgefressen haben, gegrillt werden. Nehmt das Tankschiff durch die ganze Gegend mit Treibstoff, wenn es sein muss, und steckt das Zeug dann in Brand. Ich hoffe echt, ihr Idioten schafft es, diese zwei Sachen in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Denkt erst gar nicht daran, zurückzukehren, bevor ihr diese Mistviecher beseitigt habt. Oh oh. Das heißt, wir sind... Was ist denn, wenn der hier drinnen absetzt? Glaubt er da? Ja, okay. Das heißt, hier sind wieder so eine komischen Würmer. Das kennen wir noch von... War das bei Two Colonels oder war das bei der Main Story? Da sind sie schon. Nein! Das hast du jetzt nicht gemacht, oder?
So, kurzer Moment. Ach ja. Was war denn hier eigentlich gleich nochmal? Maskenfilterwechsel im Kuh, ne? Glaube ich zumindest. Nehmen für die Viecher mal Brandmuni. Sicher ist sicher. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ah ja, beim nächsten Fragezeichen. Ach ja, bei denen müssen wir auch aufpassen. Die könnten ja einem die Maske kaputt machen, ne? Mal gucken, wo das alles hier endet. Lootet den doch mal. Mensch, hab dich doch nicht so. Ah. Au. Ich sage noch, bei den Viechern muss man aufpassen, die können einen die Maske kaputt machen. Ich steck erstmal zwei Hits von denen ein. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Ah. Brennt, Mistkerl. Ah, alles klar. Hätte ich gar keine Brandmuni reinnehmen müssen. Jetzt können wir quasi mit dem Motorboot weiter, hoffe ich. Jetzt ist unsere Gasmaske natürlich schon, ABC-Schutzmaske meine ich natürlich. Ist jetzt schon ein bisschen angehackt. Das ist nicht so cool. Aber ich schätze mal, die Würmer sind jetzt tot. Ich hoffe es zumindest. Wir fahren weiter. Stromkabel natürlich weg. Suche schnell neue oder verlasse die Gefahrenzone. Ach scheiße, wir haben keine Filter. Leute. Puh. Was war denn? Filter wechseln. Tee. Tee war's. Puh. Das war knapp. War nicht cool, war Tee. So, jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Fahren wir geradeaus weiter. Da kommt das nächste Gebäude. Alter, ist das gruselig hier. Wenn man so gar nichts sieht. Hätten dort vorne aber auch links gekonnt. Wir fahren mal hier kurz links. Ich will mir das vorher angucken, dieses kleine Gebäude dort. Genau das. Hier. Können wir irgendwo anlegen?
Ah, hinter uns ist ein Fragezeichen und hier müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo anlegen können. Scheint aber nicht so. Gut, dann fahren wir hier einmal um diese komische Mini-Insel rum und fahren zu dem Fragezeichen, was dort angezeigt wird. Spannend. Es ist und bleibt spannend. Da wird auch noch ein Fragezeichen angezeigt. Aber hier können wir nirgends mal anlegen mit dem Motorboot. Oder? Geht das hier? Kommen wir hier rein? Ja, doch. Irgendwo ist hier was. Ich weiß bloß noch nicht wo. Wow! Mach unsere Maske nicht kaputt, du Penner. Ach so, quasi... Ah, hier oben ist Sonne, aber unten, quasi in dem Nebel, ist einfach mal scheiß Sicht. Was ist denn dort gerade lang gehuscht? Wir sind hier weg, Leute. Wo sind wir denn nur gekommen? Oh, naja, von da nicht. Komm, mach dich hoch. Kommen wir denn jetzt von hier wieder zu unserem Boot? Hier geht's nicht lang. Okay, dann haben wir das auch abgehakt. Hast du was? Du hast auch was, super. So, ganz kurz auf die Karte gucken. Wieder Filter wechseln. Leute. Okay, das nächste Fragezeichen ist dann quasi da drüben. Und dann noch eins dort. Aber das wiederum sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Wie ihr wollt. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.